Familie Strohdrehs, das sind 7 Herzen, die für Bio schlagen. Ludger, Stefanie und ihre 5 Töchter. Judith fehlt, sie hat bei sich zu tun. Schade eigentlich, denn Kartoffeln roden ist doch immer das reinste Vergnügen. Für Lea und Christina, die beiden jüngsten Töchter, trifft es auf jeden Fall zu. Ja, die Adresse ist natürlich im Wittensand, auch hier. Also wir haben eben sehr, sehr leichte Sandböden, dass wir trotzdem solche Kartoffeln hier ernten. Also das hat irgendwie dann schon geklappt. Stimmt. Vielleicht liegt es ja am Ölrettich, der als Untersaat das Unkraut unterdrückt und den Boden verbessert. Der Biohof Strohdrehs, das sind 75 Hektar arme Böden bei Hasewinkel nahe Bielefeld. Kein einfacher Standort, und als Stefanie und Ludger den Betrieb vor gut 26 Jahren übernahmen, war eins schnell klar. Es sollte Landwirtschaft wie früher sein und nachhaltig für die kommende Generation. Ich hätte gern diesen Tomatenaufstrich. Etwas war sofort wie früher, beschreibt Großmutter Strohdrehs. Also zumindest alles, was Unkraut hieß. Warum dann alles trotz Unkraut gut geklappt hat, erfahren wir auch gleich. Also eigentlich war es sehr früh, dass der ökologische Landbau für mich eine Antwort auf ganz, ganz viele Fragen war, die ich immer hatte und die mich umtrieben haben. Wenn Frau dann das Glück hat, den passenden Bauern zu finden und einen Betrieb, der es wirklich hergibt. Also ich war meinen Schwiegereltern sehr dankbar, dass dieser Betrieb nicht spezialisiert war. Eigentlich war es ein Bilderbuchbauernhof immer schon. Und den noch umzustellen, lag für mich auf der Hand. Und wenn zwei so denken, werden Träume Wirklichkeit. Es entstand ein Bauernhof zum Erleben und Wohlfühlen für Mensch und Tier. 42 Mutterkühe mit viel Auslauf. Kälber genießen ein Familienleben in Ammenkuhhaltung. Die 40 Schweine haben es auch bequem, mit Futter vom eigenen Hof. Richtig sauwohl geht es den Hühnern. Täglich frisches Kleegras mit mobilen Ställen und eigenem Whirlpool. Mama. Nein, Mama ist im Hofladen und stöbert im reichhaltigen Bio-Angebot. Fleisch, Milchprodukte und Eier. Nicht zu vergessen die Kartoffeln, aber nur so viel, wie der Hof hergibt. Und Kunden müssen dann auch lernen, dass eben Sachen mal aus sind. Der Hofladen bietet ein Komplettsortiment. Alles, was fehlt, liefern die Öko-Kollegen aus der Region. Heute geerntet. Frische Rohmilch darf auf dem Hof jeder selber zapfen. Es gibt keine bessere Milch. Da sind die Omega-3-Fettsäuren noch drin. Der Liter kostet 1 Euro. Gute Strohdrehsmilch. Dafür radelt Frau dann gerne auch 12 Kilometer. Frische, die sich lohnt. Das können wir, das wissen dann auch die Kunden zu schätzen. Auf dem Hof erwartet man auch eine hohe Frische. Obst und Gemüse haben wir zwar nicht selber, aber wir wissen damit umzugehen. Und ansonsten ist unser Schwerpunkt auf jeden Fall die frische Theke. Gott sei Dank mit einem guten, starken Team, dass ich nicht immer hier sein muss. Da bin ich ganz glücklich, dass ich hier zwei fitte Verkäuferinnen habe, die hier einfach alles abdecken. Aber nicht nur der Warenkorb zählt. Ein persönliches Anliegen, hier zu sein, weil ich die Familie sehr nett finde und auch die Angestellten. Und schon ein persönliches Verhältnis entstanden ist. Und ich finde das super hier. Das spürt auch die Jury. Ökonomie und Ökologie passen hier gut zusammen. Auch von außen da vorne kriegen natürlich besonders gutes Futter. Ludger steht auf Klee. Und Stefanie mag Hühner. Natürlicher Dung und natürliche Stickstoffbindung mit Klee verbessern das CN-Verhältnis. Gibt kein Problem, so machen wir weiter. Ne? Und freut die Hühner. Stefanie vergleicht Hühnerrassen. Sie möchte das ideale Biohuhn, wo auch die Hähne leben dürfen. Legeleistung ist ganz klar, dass die Hybridhennen da am zuverlässigsten sind. Also es ist immer noch ein Konfliktfeld, in dem wir uns bewegen, ne? Dass wir sowohl Hähne als auch Hennen brauchen. Und ich will einfach, dass wir da weiterkommen mit der Tierzucht. Und deshalb halte ich auch die Domäne Hühner. Würde ich jetzt rein wirtschaftlich denken, hätte ich nur die Hybridhennen. Ne? Das findest du schon. Stefanie kann nicht nur mit Hühnern flüstern. Ihr Wissen gibt sie auch gerne an andere weiter. Seit 18 Jahren arbeitet sie ehrenamtlich im Biolandverband. Kaum zu glauben, dass dafür noch Zeit ist. Öko-Hühner lassen sich die Eier bisher nur ungern wegnehmen. Aber die Strohdrehs finden für alles eine Lösung. Und das Rezept klingt einfach. Das ist absolut unsere Leidenschaft, was wir machen. Also da sind Beruf und Leidenschaft nicht zu trennen. Und dann haben wir eine tolle Bande dabei. Also mit unseren Kindern zusammen macht einfach Spaß.
Manchmal habe ich das Gefühl, wir machen das eigentlich alles gar nicht selber, sondern wir werden getragen. Und wir sind einfach nicht alleine dabei. Und wenn wir Hilfe schreien, dann ist auch sofort eine Hand da, die hilft. Andrea ist so eine helfende Hand. Sie ist ehemalige Azubi und hat als junge Mutter eigentlich so schon alle Hände voll zu tun. Sie zeigt den Neuen, wo es lang geht. Ich weiß, um den 1.8., wenn die neuen Auszubildenden kommen, dann ist meistens mal ein bisschen Not am Mann und dann ist Andrea da. Die Kälber säugen bei der Amme, aber hin und wieder werden sie zugefüttert. Das macht sie zutraulich. Also ich gucke jetzt, dass der Große dem Kleinkalb nicht die Milch wegnimmt. Marie ist neu hier, aber schon im dritten Lehrjahr. Ich kann hier wirklich viel eigenständig arbeiten und Wirke erklärt immer ganz viel, auch beim Essen. Und ja, also man hat einfach ja, viel Input immer. Das ist schön und ich glaube, dass ich hier auch gut aufgehoben bin jetzt das nächste Jahr. Charles aus Uganda sieht das auch so. Ja. Bin ein Bauer. Und Mitarbeiter, wir sind sehr eng, die Marie, wir machen alles zusammen, wir lernen noch immer noch, wir haben so viele Sachen zu lernen. Und die Stimmung hier, das heißt, das macht mir Spaß, alles so sehr, sehr cool. Das Gesamtkonzept stimmt. Und wer das mal so schön weiterführt, ist auch fast sicher. Es gibt vielfältige Ideen, entweder dass nur einer den Hof macht oder dass wir alle fünf zusammen den Hof machen. Es gibt da alle fünf die volle Bandbreite. Ja. Interessant wird es bleiben. Aber jetzt darf erst mal gefeiert werden. Wir gratulieren zum Bundespreis Ökologischer Landbau.